Peppa Woods Geschichten. Lasst uns schwimmen! Ich bin auf einem reißenden Fluss Kajak gefahren, durch einen tiefen Dschungel gewandert. Ich bin sogar Sporttauchen gegangen mit Eiern. Madame Gazelle zeigt den Kindern heute Videos aus ihrem Abenteuerurlaub. Ah, es war eben ein wunderbarer Urlaub. Es war so aufregend und abenteuerlich. Ah, ich wünschte nur, ich könnte dorthin zurück. Oh, ich wünschte, ich könnte auch einen Abenteuerurlaub machen, jetzt sofort. Ich wünschte, ich könnte einen Dschungel erforschen. Ich wünschte, ich könnte auch Sporttauchen gehen, aber ohne Haie. Ich hab's. Machen wir unseren eigenen Abenteuerurlaub. Guckt, das ist ein Dschungel. Peppa und ihre Freunde stellen sich eine Tropeninsel vor. Willkommen auf der Abenteuerinsel. Ich führe euch heute herum. Hier kann man ganz viele abenteuerliche Dinge machen. Wie Kajak fahren auf diesem Fluss. Klausi und Gerald tun so, als würden sie Kajak fahren. Fahren wir schneller. Fahren wir langsamer. Achtung, ein Wasserfall. Puh, wir haben es heil überstanden. Aber was ist mit euch? Ich hab's. Wir schwingen uns drüber an diesen Lianen da. Wütende Fischlein! Los, Luzi! Schau, das ist eine Schatzkarte. Oh. Was steht denn drauf? Der Schatz befindet sich da drüben. Alle stellen sich vor, dass das Planschbecken eine wunderschöne Lagune ist. Wow. Guck, was ich da habe. Ich habe einen Diamanten gefunden. Und ich einen Schuh. Oh, das ist meiner. Was ist hier los? So, erforschen wir jetzt den Dschungel. Wow. Ah. Guckt euch den schönen Vogel an. Oh, was macht ihr denn da, Kinder? Wir haben uns einen Abenteuerurlaub vorgestellt, wie der von Ihnen. Oh, der Urlaub war wirklich wunderbar. Ich wünschte, ich könnte zurück. Aber Madame Gazelle, das können Sie. Madame Gazelle liebt die Abenteuerinsel. Jeder liebt die Abenteuerinsel. Heute findet im Partybus eine Tanzparty statt. Und alle sind ganz begeistert. Naja, also fast alle. Komm und tanz mit, Luzi. Nein, danke. Geht es dir gut? Ja, ich weiß nur nicht, wie man zu diesem Lied tanzt. Oh, das weiß ich auch nicht. Ich wackle einfach mit meinem Körper im Rhythmus der Musik. Ja! Wow! Tut mir leid. Mach das mal nach, Luzi. Klausi Kleff liebt es, zu solcher Musik zu tanzen. Lass es uns versuchen. Komm mit, Luzi. Siehst du? Du tanzt, Luzi. Ja. Das war fantastisch, Klausi. Ich glaube nicht, dass ich das auch kann. Darf ich Sie zum Tanz auffordern? Ja, bitte. Peppa tanzt bei diesem langsamen Lied auf den Füßen von Papa Woods. Luzi, wenn du auf den Füßen deines Papas stehst, musst du gar nicht wissen, wie man dazu tanzt. Whee!
Ich kann nicht. Oh. Auf mir ist noch Platz. Dann tschüss. Dieses Lied ist perfekt, Luzi, weil es einem sagt, wie man dazu tanzen muss. Wir müssen nur das machen, was das Lied uns sagt. Ich zeig's dir. Hüpf, hüpf, wackel, wackel, dreh dich um und klatsch. Alle, es ist Partyzeit, wir tanzen, das macht Spaß. Und jetzt wir. Hüpf, hüpf, wackel, wackel, dreh dich um und klatsch. Alle, es ist Partyzeit, wir tanzen, das macht Spaß. Yeah! Hüpf, hüpf, wackel, wackel, dreh dich um und klatsch. Alle, es ist Partyzeit, wir tanzen, das macht Spaß. Yeah! Toll gemacht! Ja, danke, Peppa Mäh. Und jetzt alle zusammen! Yeah! Hüpf, hüpf, wackel, wackel. Die Tanzparty macht allen riesen Spaß. Und Luzi liebt es, mit ihren Freunden zusammen zu tanzen. Heute sind alle auf dem Stadtfest. Peppa macht einen Dreibeinlauf zusammen mit Klausi Kleff. Doch Klausi will unbedingt den Preis gewinnen. Einen leckeren Karamellapfel. Nicht so! Schnell, Klausi! Ich komm nicht hinterher! Oh! Peppa! Mein Knie! Oh, Peppa, Liebling! Bringen wir dich schnell ins Erste-Hilfe-Zelt, Peppa! Hoch mit dir! Tut mir leid, Peppa, das wollte ich echt nicht. Schon okay. Keine Sorge, Klausi, Unfälle passieren. Peppa ist jetzt im Erste-Hilfe-Zelt, wo Frau Mümmel ihr Knie untersuchen kann. Oh nein! Was ist denn passiert? Ich bin gefallen und mein Knie tut weh. Oh, das muss dir Angst gemacht haben. Und ich habe den Karamellapfel leider nicht gewonnen. Oh. Danke, Schorsch. Das ist wirklich nett, Schorsch. Hey, sehen wir mal im Verbandskasten nach. Da drin lagere ich all die Dinge, die ich brauche, um dein Knie wieder ganz heil zu machen. Zuerst müssen wir dein Knie sauber machen. Dafür muss ich dir was draufsprühen, okay? Das könnte etwas brennen, aber ich verspreche, das geht ganz schnell vorbei. Okay. Zählen wir bis drei und atmen dann ganz tief ein. Eins, zwei, drei, einatmen. Schon vorbei. Oh, das war alles? Ja. Du bist wirklich tapfer, Peppa. Jetzt müssen wir nur noch ein Pflaster für dein Knie aussuchen. Welches hättest du gern? Ich hab viele. Oh. Oh, oh, oh. Kein Problem, Schorsch. Unfälle passieren. Kriege ich das hier bitte? Ja. Und fertig. Hurra. Dein Knie ist so gut wie neu. Wow. Es fühlt sich so gut wie neu an. Danke, Frau Mümmel. Oh nein. Entschuldigung, Schorsch. Das macht nichts, Peppa. Unfälle passieren. Dann suchen wir uns jetzt eben noch ein oder zwei Karamelläpfel. Ja! Peppa ist froh, dass es ihrem Knie besser geht. Alle sind froh, dass es Peppa wieder besser geht. Heute hat Mama Wutz eine Erkältung. Gesundheit! Danke. Deswegen wird sie von Peppa, Schorsch und Papa Wutz gepflegt. Mama, Dr. Papa sagt, dass wir deine Temperatur messen müssen. Mit diesem Thermometer. Okay, Schwester, aber komm nicht zu nah. Ich will nicht, dass du dich bei mir ansteckst. Keine Sorge, ich werde nie krank. Hier, bitte sehr. Danke, Papa Wutz. Mama Wutz hat erhöhte Temperatur. Das bedeutet, ihr geht es nicht gut. Hatschi. Hatschi. Hatschi.
du hast dich auch erkältet. Tja, ich verschreibe dir auch einen Tag Bettruhe. Keine Sorge, Schorsch. Wir kümmern uns um dich. Komm mit, Dr. Papa. Ich komme, Schwester Peppa. Peppa und Papa Wutz kümmern sich den ganzen Tag lang um Mama Wutz und Schorsch. Sie kühlen sie ab. Sie machen ihnen Mittagessen. Oh. Wow. Und bringen den beiden ganz viele Taschentücher. Geh nicht zu nah ran, Papa, sonst erkältest du dich auch. Oh nein. Aber wie sollen dann die Taschentücher bis zum Bett gelangen? Lass uns den Taschentuchzug benutzen. Tschuff, tschuff. Achi. 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 So, geht es den Patienten schon wieder gut? Ich schätze, das heißt nein. Keine Sorge, ich weiß die perfekte Medizin für Schorsch. Ich verschreibe dir, ganz doll mit dem Dinosaurier zu knuddeln. Befehl von Schwester Peppa. Oh je, jetzt hat sich Peppa auch erkältet. Ich darf nicht krank werden. Ich bin die Schwester. Die Schwester. Schwester? Was ist eine Schwefter? Ist schon gut, Peppa. Sogar Schweftern werden manchmal krank. Nur die Papas nicht. Wir werden nie krank. Hatschi. Wieso macht ihr es euch nicht bequem und guckt einen Film? Wisst ihr, wir haben Glück, dass ich nie krank werde. Sonst könnte sich ja niemand um euch... Hatschi. Oh, oh. Hatschi! Ich bin krank. Hatschi! Wie konnte das passieren? Sogar Dr. Papas können manchmal krank werden. Komm her, Dr. Papa. Hier ist noch Platz für dich. Es ist nicht schön, krank zu sein. Danke, Peppa. Aber es ist schön, von der Familie umsorgt zu werden. Wo ist meine Spielzeugente? Frau Ente, die ist nicht hier. Ich habe sie freigelassen. Und ihr müsst sie finden, bevor sie sich verirrt. Mama Wutz spielt heute eine Schurkin. Mama, warum siehst du so aus? Psst, das ist ein Spiel, Peppa. Meine alten Spionagespielsachen machen euch zu ganz tollen Geheimagenten. Oh. Peppa und Schorsch sind jetzt auch Geheimagenten. Eure Mission ist es, Frau Ente wiederzufinden, bevor sie sich verirrt. Ja, Sir, wir werden Frau Ente finden. Nicht wahr, Agent S? Das werde ich niemals zulassen. Suchen wir hier drin. Man kann hier gar nichts sehen. Hier sind Spionagebrillen, Agentin P. Danke, Agent Papa. Mit den Spionagebrillen können Agentin P und Agent S im Dunkeln sehen. Hallo, Frau Ente. Sind Sie hier drinnen? Aber Frau Ente ist nicht hier. Vielleicht ist sie draußen, Schorsch. Enten sind liebend gern im Freien. Ja, sucht im Freien, wenn ihr es überhaupt dorthin schafft. Peppa und Schorsch müssen durch die Tunnel kriechen, um nach draußen zu kommen. Hier, ich leite euch durch die Tunnel mit diesem Ultraschall-Kommunikationsapparat. Das ist ein Walkie-Talkie. Oh, danke, Agent Papa. Links abbiegen. Wieder links. Jetzt rechts. Ihr seid fast da. Wir haben's geschafft. Oh, hier im Freien ist sie auch nicht. Vielleicht ist sie ja oben. Die Geheimagenten haben Peppas Schlafzimmer erreicht. Da ist sie. Sie ist gefangen. Ja, gefangen hinter meinen Laserstrahlen. Oh Mann, gebt acht, Agenten. Komm mit, Agent S. Gehen wir langsam und behutsam. Oh. Ich schätze, so geht es auch. Agentin P und Agent S haben Frau Ente gerettet. Diesmal gewinnt ihr, Geheimagenten. Aber ich komme wieder. Oh,
Gott, was ist passiert? Sieht aus, als hättet ihr eine coole Schurkin überlistet. Peppa und Schorsch lieben es, Geheimagenten zu sein. Mama, Mama, da war eine Schurkin. Die hat Frau Ente entführt. Wir haben sie gefunden. Und es gab Brillen und Tunnel und auch Laserstrahlen. Und Mama und Papa Wutz lieben es, mit ihnen zu spielen. Wir sind die ganz super tollen Helden. Peppa und ihre Freunde sind heute Superhelden mit Superkräften. Und zwar im Park. Passt auf, Bösewichte! Ich bin die superstarke Luzi. Hey, ja. Ich bin Peppa, das fliegende Schwein. Tada! Ich bin Mega Pedro. Ich kontrolliere den Wind. Husch! Und ich bin Super Klausi. Der schnellste auf der Welt. Wow, wow, jetzt fühle ich mich viel sicherer. Jemand braucht wohl unsere Hilfe. So ganz super tolle Helden. Los geht's! Peppa und ihre Freunde tun so, als hätten sie Superkräfte. Diese Enten kommen nicht vom Fleck. Ich rette sie mit der Windkraft. Uff. Jetzt seid ihr sicher. Oh nein, da ist jemand in dieser Höhle gefangen. Gut gemacht, superstarke Luzi. Peppa stellt sich vor, dass Schorschs Ball auf einem sehr hohen Baum gelandet ist. Keine Angst, Schorsch. Ich rette deinen Fußball. Hier, bitte, Erdbeereis für dich. Lass es euch schmecken. Oh nein. Super Klausi wird dich retten. Kommt mit Helden, Zeit nach Hause zu gehen. Peppa will aber noch nicht nach Hause. Oh nein, es ist Schurke Wutz. Oh nein. Peppa tut so, als sei Papa Wutz ein Superschurke. Ihr ganz super tollen Helden werdet mich niemals stoppen. Wir müssen alle unsere Superkräfte gemeinsam einsetzen, um ihn zu stoppen. Die ganz super tollen Helden sind besonders toll, wenn sie zusammenarbeiten. Komm her, du! Oh, oh, oh. Husch! Ja! Wo seid ihr hin? Oh. Mein Umhang klemmt fest. Ihr seid zu stark. Sie haben den Park vor Schurke Wutz gerettet. Ihr Helden verdient euch jetzt ein Eis, um den Sieg zu feiern. Ich mach das. So. Peppa und ihre Freunde lieben es, im Park Superhelden zu spielen. Und Papa Wutz liebt es auch. Oh, Jemini, jemand hat meinen edlen Hut gestohlen. Halli, hallo, hallo. Ich bin Polizeiwachtmeister Teddy. Ich werde Ihnen helfen. Peppa und ihre Freunde spielen Räuber und Gendarm mit ihren Spielsachen. Ich war's nicht. Hm. Ich nicht. Aha, oh. Sie haben den Hut, Herr Roboter. Sie sind festgenommen. Oh, nein. Und nun kommen Sie ins Gefängnis. Oh, danke, Polizeiwachtmeister Teddy. Teddy liebt es, Polizist zu spielen. Aber jetzt habe ich doch kein Spielzeug mehr zum Spielen. Oh je. Ich hol die Autos. Alle Spielsachen machen sich bereit für ein Wettrennen. Stopp! Sie fahren viel zu schnell, Froschi. Ich stell sie unter A Nest. Piep, piep, piep. Aber Froschi war dabei zu gewinnen. Jetzt hat Luzis Eule zum Tee eingeladen. Hier ist ihr Tee, Sir. Und zwar Schorschs Dinosaurier. Halli, hallo. Dieser Tee ist zu heiß. Ich stell sie unter A Test. Aber ich mag das Gefängnis.
nicht. Und jetzt spielt Schorschs Dinosaurier ganz allein. Hallihallo, Sie machen viel zu viel Unordnung. Ich stelle Sie unter erpresst. Das war lustig. Was spielen wir als nächstes? Hä? Wo sind eure Spielsachen? Oh je, Peppas Freunde sind nicht gerade glücklich. Wir wollten doch gar nicht alle traurig machen. Teddy und ich wollten nur helfen. Vielleicht sollten wir ins Gefängnis gehen. Oder es geht gar niemand ins Gefängnis. Polizeiwachtmeister Teddy und du könnt allen genauso helfen, wie es richtige Polizisten jeden Tag machen. Gute Idee, Mama! Polizeiwachtmeister Teddy hilft gern! Polizeiwachtmeister Teddy hilft dabei, dass beim Autorennen alle sicher sind. Auf die Plätze! Fertig? Seid ganz vorsichtig! Los! Dass alle ihren Tee genießen. Willst du noch eine Tasse Tee, Froschi? Jetzt ist er nicht zu heiß. Danke, Polizeiwachtmeister Teddy. Und dass alle viele verschiedene Blumenhüte anprobieren. Die Kinder besuchen heute den Keramikladen, weil Gerald Giraffe Geburtstag hat. Bitte, Herr Bulle. Ich bin es nicht, ehrlich. Hallo allerseits, hier lang. Machen Sie bitte nichts kaputt, Herr Bulle. Ihr dürft alle Keramikgegenstände bemalen. Wie auch immer ihr wollt. Die einzige Regel ist, hab Spaß. Ich werde eine Tasse bemalen für Mama und Papa. Ich auch. Und ich auch. Fert, ich auch. Ich auch. Gerald Giraffe kann sehr gut malen. Das sieht klasse aus, Gerald. Danke, Peppa. Was malst du denn? Ich male auch eine Giraffe. Ich auch. Und ich auch. Ich auch. Oh. Alle wollen eine Giraffe malen. Genau wie Gerald. Wie malt man eine Giraffe, Emily? Ich weiß es nicht. Ich kopiere einfach Luzi. Und ich kopiere Peppa. Und ich kopiere Gerald. Peppas Freunde malen alle voneinander ab. Fertig. Ich bin auch fertig. Fertig. Ich auch. Ja. Meine sieht komisch aus. Meine ja, auch. Komisch. Das ist doch klar, weil ihr habt alle voneinander abgemalt. Ihr habt sicher mehr Spaß, wenn ihr malt, was ihr malen wollt. Oh. 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 Puh, Entschuldigung. Ich bemale das. Es sieht aus wie das Boot von Papa. Ich bemale eine Schüssel für die Brille meiner Oma. Sie verliert sie nämlich immer. Ich bemale eine Teekanne für meine Mama mit einem großen Rüssel. Und ich male eine schöne Schlammpfütze für meinen Papa. Alle malen jetzt etwas, das ihnen wichtig ist. Und allen macht es großen Spaß. Papa, schau dir mein Bild an. Ich hab das für dich gemacht. Wow, Peppa, es sieht aus wie eine riesige Schlammpfütze. Allen gefallen ihre bemalten Keramikgeschenke. Ich denke, Sie könnten noch etwas von den Kindern lernen, Frau Mümmel. Aber das sind... Okay, das war wirklich ich. Entschuldigung. Frau Locke gibt heute ein Gartenfest. Noch einen Tee, Mama Wutz? Aber gerne doch, Frau Locke. Oh! Husch! Husch! Nein, danke, heute nicht! Es ist sehr vornehm. Und direkt nebenan liefern sich Peppa und ihre Freunde eine... Ihr zwei.
Erwachsenen wollen nicht unbedingt Wasserschlacht spielen. Nicht wahr? Entschuldige, Mama. Komm mit, Peppa. Entschuldigung. Will noch jemand Salat? Die Luftballons sind fast alle. Ist gleich so weit. Das war ein Fehler. Sagt Hallo zu meinem spritzigen Freund. Hallo, spritziger Freund. Luzi! Frau Locke tut ihr Bestes, damit ihr Gartenfest vornehm bleibt. Haben Sie auch Karotten? Und Trocken. Oder einen Schirm. Ignoriert mich. Ich muss nur nachladen. Aber die Wasserschlacht wird immer größer. Na, Hallöchen, Partner. Doppelhallöchen, Partner. Und immer nasser. Habt ihr Kinder schon was gegessen? Essen ist fast alle. Oh je. Und sie breitet sich auf den ganzen Garten aus. Oh, danke. Und auch auf Frau Luzi. Sie ist fertig, Luzi. Zum Glück regnet es nicht. Laut Prognose hätte es heute regnen sollen. Ich wusste, es bleibt trocken. Nein, das wollte ich nicht. Das war keine... Ich wollte nur ein schönes Gartenfest veranstalten. Entschuldigung, Mama. Ich habe mich so bemüht, damit es perfekt wird. Mama? Ich hätte einfach mehr Wasserbomben besorgen sollen. Frau Locke liebt vornehme Gartenfeste. Aber Frau Locke liebt auch lustige Wasserschiffe. Peppas Spielgruppe besucht heute eine Zahnpastafabrik. Und so wird die Zahnpasta gemacht. Alles klar? Tja, wichtiger ist, dass ihr euch richtig die Zähne putzt. Hier entlang. In der Zahnpastafabrik lernt man durch lustige Spiele, wie man sich die Zähne putzt. Steuert die Zahnpasta, dann drückt ihr den Knopf, damit genau die richtige Menge rauskommt. Und wie viel Zahnpasta ist das? Ein ganz kleiner Klecks. Super, dann legt los. Ja. Genau die richtige Menge Zahnpasta. Toll gemacht. Peppa ist sehr gut bei diesem Spiel. Aber Schorsch ist etwas verwirrt. So geht das nicht, Schorsch. Ich helfe dir. Sie kommt auf diese Zahnbürste, nicht in deinen Mund. Das habt ihr toll gemacht. Mir nach. Jetzt putzen wir uns die Zähne, damit sie sauber werden. Wiedersehen, Essensreste. Schoko, 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 schoko. Das war's. Na gut. Und jetzt ihr. Ja. Ja. Nimm das, Karotte. Putzt euch die Zähne, wird sauber. Peppa ist auch bei diesem Spiel gut. Aber Schorsch ist wieder verwirrt. Nein, Schorsch. Du musst die großen Zähne putzen, nicht deine eigenen. Guck her, so. Toll gemacht. Diese Zähne sind wieder strahlend weiß. Es fehlt nur noch ein Schritt. Man muss die Zahnbürste mit Wasser abspülen. Und zwar so. Piu, piu, piu. Auf die Plätze, fertig. Dieses Spiel macht allen großen Spaß. Nur Schorsch versucht, sich selbst anzusprühen. Du musst da lang zielen, auf die Zahnbürste. Was hast du, Schorsch? Oh, willst du dir die Zähne putzen? Schorsch war also gar nicht verwirrt. Er wollte sich nur die Zähne putzen. Kein Problem, Schorsch. Wir bekommen später sicherlich noch Tüten mit Zahnbürsten und Zahnpasta zum Mitnehmen. Nicht wahr, Frau Mümmel? Oh,
Ja, Geschenktüten. Na klar, gut. Wartet einen Augenblick. Bin gleich soweit. So, hier. Danke. Danke, Frommel. Vergiss nicht, Schorsch. Nur ein kleiner Klecks. Fürs Zähneputzen und dann ausspülen. Schorsch liebt es, sich die Zähne zu putzen. Alle lieben das Zähneputzen. Peppa und ihre Freunde gehen heute in den Süßwarenladen. Hallo, Frau Mümmel. Ich hätte ganz gerne alles in diesem Süßwarenladen. Hier ist meine Münze. Peppa und ihre Freunde haben alle eine Münze, um sich etwas zu kaufen. Hier ist auch meine Münze. Und meine. Und meine. Wow, das ist echt viel Geld. Aber es ist leider zu wenig, um alle Süßigkeiten zu kaufen. Oh, ja. Eine Münze ist perfekt, um meine neuen Süßigkeitenmaschinen zu testen. Oh. Ihr wählt einfach eine Maschine aus, werft eure Münze ein und drückt den großen roten Knopf. Erdbeerbänder. Aber Erdbeeren sind Obst, keine Süßigkeiten. Meine Süßigkeiten werden aus köstlichem, echtem Obst gemacht. Schmeckt viel besser und ist viel gesünder. Leckere Erdbeeren. Die sehen aus wie Haare. Du hast recht. Ich habe einen Erdbeerpferdeschwanz. Ich bin dran. Emily Elefant hat eine Regenbogenlutschermaschine entdeckt. Bei dieser Maschine drückst du den Knopf mit dem Symbol deines Lieblingsfruchtgeschmacks. Gelbe Banane. Oh, du liebst rote Äpfel. Und rosa Himbeeren. Und blaue Blaubeeren. Und grüne Äpfel. Du magst jeden Fruchtgeschmack. So fruchtig. Guck mal, eine sich drehende Schüssel. Eine Süßigkeiten-Zahnseitenmaschine. Wirf einfach deine Münze ein und probier sie aus. Wow! Das schmeckt nach Kokosnuss. Es sieht genauso aus wie du, Luzi. Und jetzt sieht es noch mehr aus wie du. Was ist das? Du kannst es ja herausfinden. Aber ich dachte, das ist eine Süßigkeitenmaschine und keine Geldmaschine. Kann ich damit vielleicht echte Süßigkeiten kaufen? Das musst du gar nicht. Diese Münze ist schon eine Süßigkeit. Oh. Es ist eine Schokoladenmünze. Schokolade! Hurra! Peppa liebt Süßigkeiten aus dem Süßwarenladen. Jeder liebt Süßigkeiten aus dem Süßwarenladen. Peppa und ihre Spielgruppe besuchen heute eine Schokoladenfabrik. Darf ich bitte von der Schokolade kosten, Frau Mümmel? Ja, klar, Peppa. Hurra! Aber erst muss sie noch gemacht werden. Oh. Peppa freut sich riesig darauf, Schokolade zu machen. Wie macht man sie denn, Frau Mümmel? Mit dieser Maschine. Hallo, Maschine. Machst du mir bitte ein bisschen Schokolade? Danke, Maschine. Ja. Darf ich sie jetzt kosten, bitte? Noch nicht, Peppa. Wir müssen sie erst dekorieren. Folgt mir. Alle sind begeistert, die Schokolade dekorieren zu dürfen. Jeder von euch darf eine Tafel Schokolade verzieren. Das sieht aus wie eine Schlammpfütze. Oui, aber spring nicht hinein, Peppa. Und zum Dekorieren dürft ihr alles nehmen, was auf dem Tisch da liegt, solange es lecker ist. Meine ist eine Karottenschokoladentafel. Ganz köstlich. Meine ist eine Käseschokoladentafel. Piep, jam, jam. Und meine ist eine Spaghetti-Schokoladentafel. Oh. Erdbeerstreifen sehen nämlich aus wie Spaghetti. Fabelhaft. Darf ich denn die Schokolade vielleicht jetzt kosten, Frau Mümmel?
Beinahe, Peppa. Die Schokolade muss zuerst im Kühlschrank abkühlen. Der Kühlschrank ist sehr kalt. Darin wird die flüssige Schokolade zu harten Schokoladentafeln. Und fertig! Hurra! Dürfen wir jetzt bitte die Schokolade kosten, Frau Mümmel? Noch nicht, Pep. Oh, warte. Doch, jetzt schon. Hurra! Sehr lecker. Ganz zu fiebelfabelhaft. Stimmt etwas nicht, Peppa? Nein, mir hat es nur so gut gefallen, als die Schokolade flüssig war, wie eine Schlammpfütze. Da hast du Glück. Denn ich habe noch eine Überraschung für euch. Und zwar... ein großer Schokoladenbrunnen. Der sieht ja aus wie eine riesengroße Schokoladenschlammpfütze. Und hier ist viel gesundes Obst. Das könnt ihr eintauchen. Dankeschön, Frau Mümmel. Peppa liebt Schlammpfützen. Insbesondere dann, wenn sie aus Schokolade sind. Der Teig kommt hier rein und als Spaghetti wieder raus. Wow. Jetzt seid ihr dran. Peppa und Mama Wutz besuchen heute einen Pasta-Kochkurs. Können wir Regenbogen-Spaghetti machen, Mama? Ja, klar. Gib ein paar Tropfen Fruchtfarbe in den Teig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich schätze, das reicht aus. Jetzt kneten wir ihn. Und dann kommt er in unseren Spaghetti-Macher. Aber Peppa, so hat Frau Mimmels Pasta nicht ausgesehen. Aber bunte Spaghetti sind lustiger. Luzi ist skeptisch, was bunte Spaghetti anbelangt. Jetzt machen wir Ravioli. Auf ein viereckiges Pasta-Stück kommt ein kleiner Klacks Füllung. Obendrauf noch ein Pasta-Stück und dann dichtet ihr die Kanten ab. Perfetto! Perfetto! Ein kleiner Klacks Füllung und das obendrauf. Dann dichtest du die Kanten ab. Und fertig! Luzi und Frau Locke haben perfekte Ravioli gemacht. Doch Klausi Kleff hat große Runde gemacht, wie... Pasta-Fußbälle! Klausi, Frau Mümmel hat gesagt, ein kleiner Klecksfüllung, nicht so ein großer. Oh, aber ich mag viel Füllung. Brauchst du noch Haare für deine Riesenfüllung, Klausi? Hallo, ich bin Prinzessin Pasta-Kopf. Man kann hier ganz viele Pastaformen ausprobieren. Es gibt lange, gewellte Tagliatelle. Länger! 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 Ja, Chefin. Und sogar kleine Pasta-Schmetterlinge. Okay, fertig. Jetzt werde ich mir eure Pastas ansehen. Die großen Schmetterlinge finde ich toll. Das sind Schmetterlingsschleifen für Prinzessin Pasta-Kopf. Diese Spaghetti sehen aus wie das Meer. Wow, das sind die längsten Regenbogen-Tagliatelle der Welt. Hurra! Aber die haben gar nicht Frau Mümmels Anweisungen befolgt. Wir schon. Wieso sagt Frau Mümmel nicht... Wow, diese Pasta ist perfekt. Oh, wirklich? Wir haben sie genauso gemacht wie Sie, Frau Mümmel. Bist du Italienerin, Luzi? Fantastisch. Aber was noch wichtiger ist, Luzi, hat dir das Kochen Spaß gemacht? Ja, das hat es. Mir hat es Spaß gemacht, ihr Rezept genau nachzukochen. Mir gefallen Regenbogen-Spaghetti. Mir gefällt es, große Pasta zu machen. Mir auch. Und mir gefällt es, sie zu essen. Oh, das wird uns auch gefallen. Alle lieben es, Pasta zu kochen. Und alle lieben es auch, sie zu essen. Oh, und du kriegst... Yippie! Heute ist es sehr heiß. Frau Mümmel verkauft Eiswaffeln und benutzt ein Glücksrad, um die Eissorten zu bestimmen. Danke, Frau Mümmel. Oh Mann, es ist so heiß. Sogar die Schlammpfützen sind ganz trocken. Leckeres Eis. Hier gibt's Leckeis. Mama, Papa, kriegen wir auch ein Leckeis? Bitte. Tja,
schätze, das ist okay. Dann müssen wir uns wohl auch eins nehmen. Ja! Alle wollen ein Spezialleckeis von Frau Müller. Entweder ihr wählt eure Sorte oder ihr könnt das Rad hier drehen. Oh. Darf ich bitte das Rad drehen? Ja! Banane! Miam! Dankeschön! Wer kommt jetzt? Ich bin dran! Schokolade! Danke, Frau Mümmel! Wow, Klausi! Du bekommst sogar zwei Sorten, Zitrone und Himbeere! Du bist dran, Luzi! Muss ich auch das Glücksrad drehen? Ich hätte gern Schokolade, bitte. Natürlich! Luzi weiß, was sie will und das gefällt mir. Schokolade kommt sofort. Oh nein, das Schokoladeneis ist alle. Oh, das macht nichts. Ich hab's. Du kannst mein Schokoladeneis haben. Danke, Peppa. Das war nett von dir, Peppa. Ich bin auch nett. Du kannst mein Leckeis haben, Peppa. Und ich bin der Netteste von allen. Also kriegst du meins, Pedro. Alle wollen nett sein, indem sie ihr Leckeis verschenken. Ich bin der Netteste. Wie wär's, wenn wir einfach nochmal drehen? Wow. Bin gleich zurück. Frau Mümmels buntes Rad ist sehr, sehr schnell. Aber das gilt auch für Frau Mümmel. Komm zurück, Rad! Komm zurück! Nicht so schnell! Nicht so... Oh, es ist zu heiß. Bin wieder da! Ich muss nur ein wenig verschlaufen. Frau Mümmel ist jetzt sehr, sehr heiß. Wir sollten unser Leckeis Frau Mümmel geben, damit sie sich abkühlt. Bitte sehr. Ich bin die Nette. Oh, das ganze Leckeis ist in der heißen Sonne geschmolzen. Ich gebe euch jetzt allen ein neues Leckeis. Esst es sofort, sonst schmilzt es. Peppa liebt es, an einem heißen Tag ein Leckeis zu essen. Jeder liebt Leckeis an einem heißen Tag. Peppa und Emily Elefant sind heute in den Wasserpark gegangen. Hier wird man ganz nass, oder? Ja, das wird ganz toll. Komm mit. Es ist wichtig, dass es in der Umgebung von Wasser sicher ist. Deshalb müsst ihr zur Sicherheit immer diese Schwimmwesten tragen. Oh, man ist nie sicher genug. Wir sind bereit, Frau Mümmel. Fantastisch. Dann kommt alle mit mir. Viel Spaß. Wir werden zusehen. Das erste Hindernis ist die ganz wackelige Wackelbrücke. Ich fange an. Guck gut zu. Peppa läuft so schnell sie kann. Aber, ups, sie ist ins Wasser gefallen. Ups. Jetzt du, Emily. Das macht mega Spaß. Es sieht sehr wackelig aus. Emily geht ganz langsam und streckt ihre Arme zur Seite, um das Gleichgewicht zu bewahren. Genau so, Emily. Du hast es geschafft. Gut gemacht. Das nächste Hindernis ist eine Kletterluftburg. Achtung, fertig, los. Es ist sowas von rutschig. Mit diesem Seil könnt ihr euch hochziehen. Seht ihr? Oh. Hopp, hip, hopp, hopp. Hui. Toll gemacht, Peppa. Du bist dran, Emily. Oh, das ist zu hoch. Oh, versuch dich hinzusetzen, Emily. Und dann schubst dich an, genauso wie ich. Ich schaffe das. Ich schaffe das. Ich hab's geschafft. Gut gemacht. Das letzte Hindernis sind die großen, rutschigen Bälle. Diesmal werde ich es langsam und vorsichtig angehen. So wie Emily. Hopp, oh, hopp, hopp. Oh. Fast hätte ich's geschafft. Guter Versuch, Peppa.
Du kannst es schaffen, Emily. Langsam und vorsichtig kam man am besten über die Wackelbrücke und die Kletterluftburg. Hier versuche ich es mal schnell, so wie Peppa. Achtung, fertig. Ja! Aber über die großen, rutschigen Bälle kommt man am besten, indem man schnell läuft. Ich hab's geschafft. Toll gemacht, Emily. Das war wirklich mutig. Oh, ich habe zu große Angst. Sie schaffen das bestimmt, Herr Bulle. Oh, na, dann mal los. Peppas Spielgruppe führt heute ein Theaterstück auf. Es war einmal ein wirklich ganz hoher Turm. Darin war eine Prinzessin eingesperrt. Oh nein, ich bin gefangen. Hört mich jemand, Hilfe! Das ist Rapunzel. Es ist mein Lieblingsmärchen. Die Prinzessin wurde von einer sehr bösen Hexe eingesperrt. Ich möchte aber eine Sonnenblume sein. Okay. Eingesperrt wurde die Prinzessin von einer sehr bösen Sonnenblume. Die Spielgruppe hat das Märchen ein wenig geändert. Prinzessin, lass bitte dein Haar herunter. Gerald Giraffe hat vergessen, die Prinzessinnenperücke aufzusetzen. Dann sollst du eingesperrt bleiben. Für immer. Oh no. Ich wünschte, es käme ein Held vorbei, um mich zu retten. Ich wünschte, es käme ein Held vorbei, um mich zu retten. Ich rette die Prinzessin. Nina. Oh nein. Der Held hat sich verfangen in einem bösen Netz. Oh. Aber zum Glück ist eine Fee hier, um ihn zu retten. Leihen Sie mir den? Oh. Wusch! Wusch! Und jetzt ist der Held! Oh. Ups! Tut mir leid. Macht weiter! Jetzt ist der Held wieder frei! Danke, Peppa, du nette Fee! Aber was wird denn jetzt aus der sehr bösen Sonnenblume? Die Fee hat die böse Sonnenblume verwandelt in einen Teddy. Nein! Jetzt kann die Prinzessin zu dem Ball gehen und diesen Apfel essen. Ha? Wie Schneewittchen? Jetzt kannst du zu dem Ball gehen und in den Schlammpfützen rumspringen. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Oh? Peppa und ihre Freunde lieben es, Theater zu spielen. Und Madame Gazelle schaut ihnen liebend gern dabei zu. Peppa ist heute eine Wissenschaftlerin. Willkommen im Wissenschaftsmuseum. Ah, Peppa und ihre Freunde sind im Wissenschaftsmuseum mit Frau Mümmel. Ihr alle müsst mir dabei helfen, ein paar knifflige Wissenschaftsprobleme zu lösen. Ja! Zuerst müssen wir einen Weg finden, um eine Brücke für dieses Spielzeugauto zu bauen. Und zwar nur aus diesen Materialien. Oh, was ist das? Da ist so viel Zeug. Wir sollten etwas Stabileres benutzen. Ich hab's! Wir brauchen etwas, das leichter ist und weniger spritzt. Nehmen wir das! Peppa benutzt weichen Schaumstoff für ihre Brücke. Der Schaumstoff schwimmt, weil er leicht ist. Und er ist stabil genug fürs Auto. Heureka! Was heißt denn das, Frau Mümmel? Oh,
Wir Wissenschaftler sagen Heureka, wenn wir etwas rausfinden. So wie hier. Alle mir nach! Heureka! Beim nächsten Problem geht es um Farbe. Versuchen wir herauszufinden, wie wir Madame Gazelle grün machen können. Oh. Peppa, du bist blau geworden. Oh, wir müssen bestimmt durch eine grüne Platte gucken. Aber hier ist keine grüne Platte. Aber gelb und blau zusammen ergibt grün. Das stimmt. Mischt man Farben, ergibt das neue Farben. Peppa und ihre Freunde kommen zum letzten Wissenschaftsproblem. Dürfen wir bitte hinunterrutschen, Frau Mümmel? Ja, wir müssen rausfinden, welche Rutsche am schnellsten ist. Stellt euch in Zweierreihen auf. Die Kinder nehmen sich einen Sack und wählen eine Rutsche aus. Fertig, los. Die Grasrutsche ist zu rau, um schnell zu sein. Ta-ta-ta. Diese Stoffrutsche ist noch rauer und langsamer. Und? Aber die Plastikrutsche ist sehr glatt. Deshalb rutscht man darauf sehr schnell. Fantastisch! Ihr habt alle Wissenschaftsprobleme gelöst. Das nennt man Experimentieren. Und was sagen wir, wenn wir etwas herausfinden? Heureka! Madame Gazelle? Wie kommen wir runter? Alle lieben es, Wissenschaftler zu sein. Peppa hat sich heute verkleidet für Luzi Lockes Weltraumparty. Im Partybus. Wir sind wieder sicher gelandet. Im Partybus gibt es viel zu tun. Hallo, Frau Außerirdische. Haben Sie Luzi gesehen? Ich bin Luzi. Ich bin keine echte Außerirdische. Und ich bin ein Roboter. Ich bin ein Stern. Und ich bin eine Weltraumprinzessin. Zip, zap, Willkommen an Bord, liebe Kinder. Wer ist bereit für eine Weltraumparty? Ja! Es gibt eine Weltraumtanzfläche, echt leckeres Weltraumessen. Das schmeckt wie Weltraum. Und natürlich Weltraumpartyspiele. Wer will Päckchen herumreichen spielen? Im Weltraum! Wenn die Musik stoppt, entfernt ihr eine Schicht Einpackpapier. Du bist dran, Klausi. Hurra! Oh nein, meine Roboterhände können kein Paket aufmachen. Das macht nichts. Roboter können viele andere Spiele spielen. Zum Beispiel Sternschnuppen fangen. Seid ihr bereit? Ja! Und fangen! Beinahe! Ich krieg sie! Ups. Lasst uns was anderes spielen. Klebt das Auge auf den Außerirdischen. Oh, darf ich es bitte versuchen? Ich verbinde dir die Augen, damit du nichts siehst. Und los! Ups, Entschuldigung. Ich finde, es steht mir. Gibt es etwas, das Astronauten und Außerirdische und Sterne und Roboter und Prinzessinnen alle zusammentun können? Tja, wenn ihr euch alle anschnallt, dann können wir abheben in 3, 2, 1. Der Partybus hebt ab, genau wie ein richtiges Raumschiff. Wow. Es macht Spaß, durch den Weltraum zu fliegen. Schaut, eine fliegende Untertasse. Alle haben einen Riesenspaß im Partybus. Eine Außerirdische und ein Roboter. Und ist das eine Astronautin? Juhu! Und alle lieben es, durch den Weltraum zu fliegen. Wenn ich erwachsen bin, werde ich jeden Tag Fußball spielen. Mit Robotern auf einem Piratenschiff im Weltraum.
Peppa und ihre Freunde zeichnen heute Bilder von sich selbst als Erwachsene. Was hast du gezeichnet, Luzi? Das bin ich. Und ich bin auf dem Mond. Ich werde Astronautin und ich werde den ganzen Tag lang mit meinen außerirdischen Freunden herumspringen. Oh, aber Luzi, wenn du auf dem Mond lebst, sehen wir uns nie. Oh, keine Sorge. Ich werde jeden Tag mit meiner Rakete zurückfliegen. Und wir werden ein Mega-Spaghetti-Picknick machen. Gott sei Dank. Puh, was ist mit dir, Schorsch? Oh. Oh je, Schorsch hat noch gar nichts auf sein Blatt gezeichnet. Du kannst zeichnen, was du willst. Was willst du gerne sein, wenn du erwachsen bist? Du willst ein Vogel sein? Nein. Oh, du wirst Pilot und fliegst einen Düsenjet. Wusch. Nein. Oh, du willst Bösewichte bekämpfen. Nein! Ich verstehe es nicht. Oh, diese Dinge fliegen alle. Wenn du erwachsen bist, willst du fliegen können. Was hast du gezeichnet, Peppa? Ich habe uns alle gezeichnet. Wenn ich erwachsen bin, dann werde ich glücklich mit all meinen allerbesten Freunden. Und ich werde auch noch die beste Schlammpfützenspringerin auf der ganzen Welt und dem Mond. Peppa und ihre Freunde werden ganz viele Sachen machen, wenn sie erwachsen sind. Und in Schlammpfützen zu springen wird ihnen immer Spaß machen. Peppa und ihre Freunde spielen im Garten Verstecken. Hab dich, Luzi! Oh! Dieser Karton ist riesengroß! Ich will mich auch darin verstecken! Papa, guck, was wir gefunden haben! Ah, Herr Bulle kommt vorbei und bringt den Karton zum Recyclinghof. Oh! Aber spielt ruhig damit, bis er kommt. Dann stelle ich die hier inzwischen woanders hin. Ich hab's! Lasst uns daraus eine Burg bauen! Yeah. Peppa und ihre Freunde bauen begeistert eine Kartonburg. Hallo! Hier ist die Tür! Und viele hübsche Blumen! Und vom Turm aus können wir Drachen suchen! Ah, einer kommt hierher! Herr Bulle ist hier, um die Kartons zum Recyclinghof zu bringen. Wer ist denn da? Oh, ich bin's, Herr Bulle. Eure Majestät, ich bin hier, um diesen Karton abzuholen. Das ist kein Karton, das ist eine Burg. Ah, natürlich, sogar eine sehr schöne Burg. Aber, ich denke, wir könnten sie noch besser machen. Oh. Herr Bulle hilft den Kindern dabei, eine noch bessere Burg zu bauen. Ins Wohnzimmer sollte ein riesiger Fernseher kommen. Absolut. Hallo, hier sind die Nachrichten. Heute gibt es nur gute Nachrichten. Das ist was Neues. Und jetzt backen wir einen Kuchen. Kuchen. Das Schlammpfützenzimmer ist fertig. Peppa und ihre Freunde bauen immer weiter und weiter. Das sieht gut aus. Weich und bequem. Schmeckt wirklich gut. Ein Kinderspiel. Sag das Krokodil. Oh, wow. Hallo, Papa. Gefällt dir unsere Burg?
Es ist ganz toll, Peppa, aber all der Karton ist für Herrn Bulle. Was wird er nur dazu sagen? Eigentlich, gefällt sie mir. Wenn das so ist, ist noch Platz für mich. Allen macht es viel Spaß, in der Kartonburg zu spielen. Hallo. Hi. Peppa und ihre Familie gehen ins Luftballongeschäft, um einen Spezialluftballon für eine Gartenparty abzuholen. Frau Mümmel, wir holen unseren umweltfreundlichen, recycelbaren Luftballon. Wow. Oh. Wow. Das Luftballongeschäft ist voller Luftballons. Frau Mümmel? Bums! Oh. Bums! Bums! Oh. Oh, ihr habt mich gefunden! Seit Dienstag früh versuche ich schon, hier rauszufinden. Oh. Jetzt ist bestimmt schon Mittagszeit. Es ist Mittwoch, Frau Mümmel. Oh, jedenfalls sind alle eure hübschen, umweltfreundlichen, recycelbaren Luftballons bereit für eure Party. Alle? Aber wir haben nur einen bestellt. Also hier steht 1000 Ballons für Mama Wutzes Party. Aber so viele brauchen wir nicht und wir müssen sie nutzen. Was können wir damit tun? Ich hab's! Oh. Lasst sie uns aufteilen! Peppa und ihre Familie verschenken die extra Luftballons an die anderen Leute in der Stadt. Ups. Oh, merci. Und ihr zwei kriegt auch einen. Bitte sehr. Der ist rot. Den grünen kriegst du. Puh. Jetzt sind nur noch 992 übrig. Damit werden wir doch niemals wirklich fertig werden. Oh. Und wir müssen noch die Party vorbereiten. Ich habe eine tolle Idee. Nehmt euch alle ein paar Luftballons und folgt mir. Die Party beginnt gleich. Und schon treffen die ersten Gäste ein. Hallo, Luzi. Das ist dein Luftballon. Oh, danke schön. Frau Mümmel hat mit den vielen Luftballons aus der Gartenparty eine Luftballonparty gemacht. Frau Mümmel kann aus einem Luftballon so gut wie alles machen. Und auch jeden. Hier für euch. Der sieht aus wie ich. Und der hier sieht aus wie ich. Das ist das Luftballonrennen. Achtung, Papa. Es macht nichts, wenn dir ein Luftballon zerplatzt. Es sind ja noch ganz viele übrig. Bums. Mama Wutzes Gartenparty hätte allen bestimmt Spaß gemacht. Aber die Luftballonparty gefällt allen Gästen noch viel mehr. Peppa und Luzi spielen heute zusammen im Baumhaus. Oh, hallo Luzi. Leiste mir Gesellschaft. Wie unglaublich aufmerksam von dir. Sie spielen, erwachsen zu sein. Lasst uns eine köstliche Tasse Tee trinken. Mensch, sind dir die Wetterkapriolen aufgefallen? Jemand ist an der Tür. Entschuldigt die Störung. Deine Mama bringt dich jetzt nach Hause, Luzi. Wir wollten gerade zusammen Tee trinken wie Erwachsene. Dürfen wir heute im Baumhaus übernachten, Opa? Bitte. Klar dürft ihr das. Du und Luzi könnt im Baumhaus schlafen. Opa Wutz und ich zelten hier draußen und passen auf euch auf. Peppa und Luzi freuen sich riesig darauf, im Baumhaus zu übernachten. Hier sind eure Schlafsäcke, Kissen, viele Kuscheltiere und das Beste, eine Laterne mit Sternenmuster. Wow! Tada! Ist schon fertig. Ah, Schätze, die brauche ich nicht. Opa Wutz freut sich darauf, im Zelt zu übernachten. Schätze, ich brauche sie doch, wenn er es neu aufgestellt hat.
Es ist Schlafenszeit. Daher gehen Opa und Oma Wutz in ihr Zelt. Gute Nacht, ihr zwei. Wir sind gleich hier, falls ihr uns braucht. Guck, Luzi, mein Schatten ist riesengroß. Meiner ist ein Vogel. Piep, 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 piep. Und meiner ist ein Schmetterling. Es ist wahnsinnig laut. Oma Wutz, wir brauchen dich. Ist alles in Ordnung? Da war ein extrem lautes Geräusch. Oh je. Du meine Güte. Ist es ein Monster? Oh nein, es sind keine Monster hier. Es ist nur Opa Wutz, der schnarcht. Peppa und Luzi lieben es, im Baumhaus zu übernachten. Oh, was soll das denn? Was ist denn passiert? Sogar wenn Opa Wutz direkt daneben schnarcht. Heute Abend wollen Mama und Papa Wutz auswärts ein Valentinstagsessen genießen. Mama Wutz hat ein Taxi bestellt. Es ist schon fast da. Hurra! Bitte einsteigen, Madame. Mama Wutz hat versehentlich ein Spezialtaxi bestellt, das man Limousine nennt. Eine Limousine? Wie romantisch. Kitzlig! Wohin geht's, meine Damen und Herren? Zum Haus von Oma und Opa Wutz, bitte, wenn Sie so freundlich wären. Peppa und George werden dort Abendessen. Abendessen! Okay, beruhigt euch mal, ihr zwei. Diese Musik erinnert mich an Venedig. Die Reise nach Venedig war wundervoll. Jetzt ist es eine Disco-Limo. Das hier gab es in Venedig nicht. Lust auf Schokolade, Mama Wutz? Darf ich davon? Kriegen wir auch ein paar, Papa? Schokolade! Okay, aber nicht zu viele. Peppa und George lieben Schokolade. Vielleicht sogar etwas zu sehr. Dann werde ich die hier nehmen. Können wir wieder die Disco-Musik hören? Nur bis wir bei Oma und Opa Wutz ankommen. Bitte. Hallo. Frohen Disco-Valentinstag allerseits. Hui. An damals in Paris, Opa Wutz. Jeder liebt es, Valentinstag zu feiern. Aber Mama und Papa Wutz genießen die Fahrt in der Disco-Limo am allermeisten. Heute ist Pfannkuchentag. Daher essen Peppa und ihre Familie in einem schicken Pfannkuchenrestaurant. Hallo, ich bin heute eure Köchin. Ich backe die Pfannkuchen hier vor euch und ihr helft mir dabei. Was für Pfannkuchen können wir denn machen? Welche auch immer du willst. Wir haben hier viele leckere Zutaten. Für mich den Spezial-Pilze-Pfannkuchen, bitte. Einen bananeleckeren Bananenpfannkuchen mit extra Bananen für mich, bitte. Gut, kommt sofort.
Frau Mümmel kann gut Pfannkuchen backen. Danke. Jetzt ein wenig Farbe. Und jetzt die Pilze. Bananen und extra Bananen. Und jetzt kommt das Allerbeste. Riechen. Essen. Ihn wenden. Ganz genau. Juhu. Frau Mümmel kann sehr gut Pfannkuchen backen. Wow. Tada. Wow. Yay. Was hättet ihr zwei gern in euren Pfannkuchen? Für mich einen schokoladigen Schokopfannkuchen mit Schokolade, bitte. Oh, du bist aber ein Schleckermaul. Und du, Schorsch? Grün. Rot. Oh, Erbsen und Tomaten für Schorsch. Und Ananas, Kokosnuss, viel Kohl. Und das? Nein, das ist scharfer Chili. Peppa. Peppa und Schorsch schmecken viele verschiedene Zutaten auf Pfannkuchen. Also wählen sie auch viele aus. Ja. Tada! Ja. Helft ihr mir beim Wenden? Ja. Gut, ich zähle bis drei und dann werden wir sie vorsichtig wenden. Eins, zwei, los! Peppa und Schorsch haben ihre Pfannkuchen hoch in die Luft geschleudert. Und auf Herrn Bulles Teller. Oh, lecker. Danke vielmals. Er ist süß und schmackhaft, knusprig und scharf. Sehr lecker. Das ist ein spezieller Überraschungspfannkuchen. Pfannkuchen? Peppa und Schorsch lieben es, spezielle Überraschungspfannkuchen zu backen. Für euch zwei müssen wir wohl einen neuen machen. Ja! Ja. Aber noch lieber essen sie die fertigen Pfannkuchen. Peppa und ihre Freunde sind heute im Freibad. Also wirklich, ihr zwei, geht bitte alle ins Wasser. Was ist das, Peppa? Oh, eine Schwimmbrille. Damit sehe ich unter Wasser, so wie eine Meerjungfrau. Tada! Wow, die kannst du in unserem Spiel benutzen. Es heißt Quack, Quack, Hoop. Oh. Wie spielt man das? Nun ja, eine Person ist ein Flamingo. Zoe, du bist unser erster Flamingo. Ja, ich bin der Flamingo. Und alle anderen sind Enten. Ganz genau. So, die Enten schwimmen im Wasser herum und wenn der Flamingo dann hupt, heißt das, er will eine Ente fangen. Und wer gefangen wird, ist in der nächsten Runde der Flamingo. Fertig? Los! Alle lieben es, Enten nachzumachen. Aber jetzt werden sie von Flamingo Zoe gejagt. Quack, 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 quack. Ja, hab dich, Gerald. Oh nein. Jetzt ist Gerald Giraffe der Flamingo. Wo bist du, kleine Ente? Peppa und ihren Freunden macht das Spiel großen Spaß. Wo ist der Flamtango? Oh, ich meine, Hup. Quack, quack. Und jetzt ist Peppa der Flamingo. Frau Mümmel, wie wissen wir, wer gewonnen hat? Ah, dafür müssen wir was anderes spielen. Das Wackelpudding-Spiel. Oh. Los, rauf mit euch. Wer
als letzter ins Wasser fällt, hat gewonnen. Alle klettern auf das große Floß. Aber es ist sehr wackelig. Genau wie... Pudding auf den Tisch! Pudding auf den Tisch! Ich schätze, das bedeutet, alle haben gewonnen. Alle lieben es, im Schwimmbad Spiele zu spielen. Und alle lieben es, gemeinsam zu... Tschüss, Frau Mimmel. Achten Sie ab jetzt besser auf Schlaglöcher. Wer ist der Nächste? Peppa, Schorsch und Mama Wutz fahren heute in die Werkstatt. Unser Auto ist kaputt gegangen, Herr Bulle. Kriegen wir jetzt bitte ein neues? Oder Sie könnten es vielleicht reparieren. Klar, gehen Sie in den Warteraum. Das habe ich im Nu repariert. Im Warteraum sind viele Spielsachen. Oh. Guck mal, Schorsch, die sieht genauso aus wie Opa Clefs Werkstatt. Oh. Da ist was hinter der blauen Tür. Es ist ein blaues Auto. Oh, packen Sie da drüben. Ich bin gleich bei Ihnen. Oh. Oh. Hinter der gelben Tür ist ein gelber Lastwagen und hinter der roten Tür ist ein rotes Motorrad. Packen Sie irgendwo, ich komme gleich. Oh, ein grünes Sportauto. Hui, brumm, brumm, brumm. In der Spielzeugwerkstatt ist sehr viel los. Das gilt auch für die echte Werkstatt. Der gelbe Laster muss repariert werden. Das Motorrad muss gewaschen werden. Packen wir doch das grüne Auto ganz oben. Oh je, das rote Auto steckt zwischen den anderen Autos fest. Das ist ein Autorätsel. Stellen wir die Autos um und schaffen so Platz. Und jetzt kann das rote Auto hinauffahren. Ja! Ihr Auto ist repariert. Oh, so schnell? Hurra! Bitte sehr, so gut wie neu. Danke, aber wie kriegen wir es da raus? Es wurde von den anderen Autos eingesperrt. Oh, ich muss sagen, das ist etwas knifflig. Das ist wie in der Spielzeugwerkstatt. Verstellen wir das grüne Auto und das blaue Auto. Gute Idee, Peppa. Peppa und Schorsch sagen Herrn Bulle und Opa Clef an, welche Autos sie verstellen müssen. So wie in der Spielzeugwerkstatt. Der Traktor muss nach vorne. Und das Motorrad muss nach hinten. Jetzt kann Mama Wutz losfahren. Ja! Hurra! Da war schon wieder ein Schlagloch! Aber der Partybus ist erneut kaputt gegangen und hat das Auto wieder eingesperrt. Oh je, wie kommen wir denn jetzt da raus? Ein Abschleppwagen! Gute Idee, Schorsch, aber benutzen wir einen noch größeren. So, wie kommen wir jetzt wieder hinein? Peppa und Schorsch lieben es, Autorätsel zu lösen. Tschu-tschu! Peppa und ihre Familie sind heute in einem Sushi-Restaurant. Sushi ist ein leckeres Essen aus Japan. Hier gibt es gar keine Kellner. Ich glaube, das Restaurant ist geschlossen, Mama. Es ist nicht geschlossen, Peppa. Wir kriegen unser Essen vom Zug. Tschu-tschu! Und Getränke bestellen wir damit. Genau so. Genau so. Na komm schon. Wolltest du 17 Gläser Litschi-Saft bestellen? Ich hoffe, wir haben Durst. Der Zug ist da! Schorsch will all die Schalen, die grün sind, wie sein... Dinosaurier! Und Peppa findet, dass alle bunten Schalen lecker aussehen. Ich nehme die blaue. Und eine pinke. Oh, und eine orangene. Nimm dir alle, die du willst, Peppa. Okay. Danke, Essenszug. Oh, also vielleicht doch nicht alle, die du willst. 2 oder 3 sind genug. Oh. Mach's gut.
Essenszug. Gut, dann hört alle rein. Was sind das, Mama? Essstäbchen. Damit isst man Sushi in Japan, wo Sushi herkommt. Und ihr kriegt Spezial-Essstäbchen, um es zu lernen. Oh. Wenn ihr euch damit schwer tut, helfen wir euch. Das ist manchmal knifflig. Ups. Oh. Ich brauche keine Hilfe. Danke, Schorsch. Du bist ein Naturtalent. Ich mache ein Video für Oma und Opa Wutz. Auweia, flüchtiges Handy, Papa Wutz. Ja. Ich kriege es. Oh, nein, doch nicht. Komm zurück! Komm zurück! Hab es! Nein! Verzeihung! Zug anhalten! Mama und Papa Wutz können das flüchtige Handy nicht einfangen. Vielleicht findet es ja einer der Köche. Probiert die! Damit geht es ganz leicht! Aha! Dein Handy! Mama Wutz hat ihr Handy in einer Sushi-Rolle gefunden. Danke, Köche! Essstäbchen benutzen macht echt durstig. Peppa liebt es, im Sushi-Restaurant zu essen. Zum Glück sind die Säfte da. Alle lieben es, im Sushi-Restaurant zu essen. Bis gleich, Mama! Bis dann! Papa Wutz muss etwas aus seinem Büro mitnehmen. Und Peppa und Schorsch begleiten ihn. Entschuldigung, Herr Löffel. Schorsch gefallen die vielen Tasten im Lift. Oh je, vor lauter Tastendrücken ist der Lift jetzt kaputt. Guck, was du angestellt hast. Keine Sorge, Schorsch. Ich bin sowas wie ein Lift-Experte, weißt du? Die Tasten im Lift funktionieren nicht. Hallo, willkommen im Lift. Ist das ein Zauberlift? Nein, aber er reagiert auf Sprache. Wir müssen ihm nur ansagen, wo wir hinwollen. Viel einfacher. Hallo, Lift. Wir wollen in mein Büro, wo ich Geld verdiene. Der Lift funktioniert wieder. Ja! Zweiter Stock, Büro der Bienen. Aber er hat sie nicht zu Papa Wutz' Büro gebracht. Nein, nicht Büro der Bienen. Büro, bitte sehr. Sechster Stock, Büro Camembert. Ich liebe Käse. Zu meinem Schreibtisch. 16. Stock, ein Fisch. Dover Zauberlift. Der Lift scheint Papa Wutz' Stimme nicht zu verstehen. Lass mich zu Papas Büro. Ganz einfach. Wir erreichen jetzt das Dach. Nicht das Dach. Papas Büro, bitte. Peppa und ihre Familie versuchen weiter, Papa Wutz' Büro zu erreichen. Aber der Zauberlift bringt sie in die falschen Stockwerke. Tschüss. Auch gruselige Stockwerke. Hallo. Und Stockwerke, in denen man tanzt. Aber das richtige Stockwerk ist nicht dabei. Bis? Mein Büro! Hallo, Mama Wutz. Wir hatten nur ein paar Probleme mit dem Lift. Wir sind gleich da. Peppa und Schorsch finden den Zauberlift genial. Doch Papa Wutz nimmt jetzt lieber die Treppe. Frau Mimmel, halt! Hier sind noch zwei Briefe. Peppa und Schorsch spielen heute Postbote. Und sie müssen ganz besondere Briefe verschicken. Hallo, soll ich diese Briefe zustellen? Ja, bitte. Das hier sind Spezialbriefe für Mama und Papa Wutz.
Pepper und George haben sogar ihre eigenen Briefmarken gemacht. Wow! Ich bin hier, um die heutige Post einzusammeln. Werf die Briefe in den Briefkasten. Hurra! Ich werde jetzt eure Briefe zusammen mit allen anderen zustellen. Oh, das ist echt viel Post für nur eine Postbotin. Wollt ihr beide mir helfen? Dürfen wir? Es spricht nichts dagegen. Die Postuniform passt ja. Hurra! Pepper und George lieben es, richtige Postboten zu sein. Wie Frau Mümmel. Und jetzt fahren wir zur Sortieranlage. Hier wird jede einzelne Postsendung sortiert, damit wir wissen, wo die Post hin muss. Wow! Hier ist so viel Post. Ja, deswegen lassen wir uns von schlauen Maschinen dabei helfen. Dinosaurier! Diese Spezialbriefmarken haben Pepper und George für ihre Spezialbriefe gebastelt, Herr Zebra. Die müssen ganz besonders schnell zugestellt werden. Wir haben einen Zustellungsnotfall. Alarmstufe rosa. Peppers und Georges Briefe werden bearbeitet, damit sie möglichst schnell zugestellt werden können. Oh, kommt mit. Zuerst müssen wir andere Briefe zustellen. Ja, auf geht's. Pepper und George macht es Riesenspaß, mit Frau Mümmel die Post zuzustellen. Einige der Hausbriefkästen sind ziemlich weit oben. Und einige haben lustige Formen. Ja! Aber alle Briefe kommen dorthin, wo sie hingehören. Bis nur noch zwei Briefe übrig sind. Ding Dong! Oh, das ist die Post. Ich mache auf. Oh! Sowas! Die Postboten kommen mir bekannt vor. Oh, das sind Pepper und George. Sie haben mit mir den ganzen Tag lang Post zugestellt. Wir bringen euch Spezialbriefe mit ganz speziellen Briefmarken. Wow. Die sind wirklich speziell. Pepper und George sind gern Postboten. Und Mama und Papa Wutz lieben ihre Spezialbriefe und Spezialbriefmarken. Du bist stumm geschaltet. Wir hören dich nicht. Mama Wutz macht heute einen Videoanruf. Ach, egal. Lasst uns das später abrunden. Inzwischen... Hä? Oh. Tut mir leid, ich werde mich jetzt kurz stumm schalten. Bis gleich. Hallo, Mama. Uns ist langweilig. Kannst du mit uns spielen? Ja. Ich bin leider mitten in einem Videoanruf. Dürfen wir auch einen Videoanruf machen? Bittet einfach Papa Wutz mit euch einen zu machen. Komm mit, George. Oh. Papa Wutz hat einen Videoanruf mit Oma und Opa Wutz gestartet. Hallo, Peppa. Und hallo, George. Hey, ich möchte auch im Bild sein, George. George! Kannst du uns hören? Wo ist Pepper? Ich bin hier. Pepper hat sich über Papa Wutz Tablet zugeschaltet. Lasst uns das abrunden, Oma und Opa Wutz. Abrunden? Was meint sie denn? Sie meint wohl eine dieser runden Schaltflächen. Oh, das war falsch. Opa Wutz hat einen Filter eingeschaltet. Ach, ihr seid Roboter. Und George ist ein Schneemann. Und ich bin ein Spaghetti-Monster. Blub, 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 blub. Man kann viele lustige Filter auswählen. Oh je, was ist das denn jetzt? Aha, das ist besser. Wo gehst du denn hin, Peppa? Jetzt sind zwei Peppers im Bild zu sehen. Hallo! Wenn du redest, hört man jetzt ein Echo, Peppa. Lass uns Mama anrufen. Oh, du bist stumm geschaltet. Ups. Das verstehe sogar ich.
Entschuldigt bitte. Wo ist Papa? Ich bin hier. Dinosaurier! Jetzt sind alle beim Videoanruf dabei. Und alle sind jetzt Dinosaurier. Abendessen ist fertig. Es ist Zeit aufzulegen. Tschüss, Oma und Opa. Tschüss, bis bald. Oh, tschüss. Wir haben für heute genug auf Bildschirme geguckt. Wir können es später abrunden. Peppa und ihre Freunde besuchen heute einen besonderen Erlebnispark. Komm schon, Edmund, du kannst das auch. Es macht riesen Spaß. Wow. Oh. Gut gemacht, Edmund. Yay! In diesem Raum steht ein Schwebebalken. Man muss ihn überqueren, ohne dabei ins Kugelbad zu fallen. Wenn ihr weiterhin als Team arbeitet, schafft ihr es bis ganz ans Ende, ohne in eins der Kugelbäder zu fallen. Ich kann gut balancieren. Geht mir nach. Jetzt müssen auch Schorsch, Peppa und Edmund Elefant über den Schwebebalken gehen. Aber Edmund fällt es etwas schwer, den Schwebebalken zu überqueren. Versuch seitwärts zu gehen, Edmund. Probieren wir es doch zusammen. Hurra! Jeder hat es über den Schwebebalken geschafft. Jetzt müssen sie durch diesen Raum schaukeln. Das sieht schwer aus. Man schaukelt damit wie mit einer Schaukel im Park, Emily. Pass auf! Peppa ist eine Meisterin im Schaukeln. Hurra! Halt dich gut fest, George. Du bist dran, Edmund. Nur Edmund Elefant hat ein bisschen Angst davor. Wieso schaukeln wir nicht gemeinsam, Edmund? Als ein Team? Gute Idee! Whee! Geschafft! Danke, Emily! Jeder hat es mit der Schaukel auf die andere Seite geschafft. Ihr seid bisher ein tolles Team. Ein Raum fehlt euch noch. Das ist der letzte Raum. Aber es führt kein Weg über das Kugelbad. So weit können wir doch nicht springen. Und es gibt auch keine Schaukel. Dieser Raum ist sowas wie ein Rätsel. Keinem fällt die Lösung dafür ein, wie man über das Kugelbad kommt. Oh, ich hab's! Aber Edmund Elefant kann super Rätsel lösen. Ich bin eben ein Schlauberger. Jeder hat den Erlebnisparcours erfolgreich bewältigt. Das war wirklich clever, Edmund. Edmund? Edmund Elefant kann es nicht erwarten, das Ganze nochmal zu machen. Peppa und ihre Familie waren gerade im Supermarkt einkaufen. Vor dem Supermarkt steht ein Spielzeugautomat. Mandy Maus hat ein neues Spielzeug. Guck, Mama, ein Jojo. Gut gemacht, Mandy. Peppa, George, wollt ihr auch ein neues Spielzeug haben? Ja, bitte. Wie funktioniert das denn, Frau Mümmel? Ihr kauft einen Jeton und drückt ihn in den Geldschlitz. Dann rollt einer der Bälle bis zum unteren Ende des Automaten. Und in diesem Ball ist dann ein Spielzeug versteckt. Dinosaurier! Schorsch hätte gern den Spielzeug-Dinosaurier. Klingt lustig. Ihr bekommt beide einen Jeton. Hier, für dich. Yay. Nachdem Schorsch den Jeton einwirft, leuchtet die Maschine auf und spielt Musik ab. Ein Ball rollt jetzt bis zum unteren Ende des Automats. Schorschs Preis ist ein Spielzeug-Schraubenzieher. Ein Schraubenzieher? Das ist nützlich! Dinosaurier! Keine Sorge, Schorsch. Ich werde den Dinosaurier für dich gewinnen.
Nachdem Pepper ihren Jeton einwirft, leuchtet der Automat wieder auf und ein anderer Ball rollt heraus. Oh. Pepper hat auch nicht den Dinosaurier gewonnen. Dafür aber sehr hübsche Aufkleber. Dinosaurier! Das sind echt tolle Spielzeuge. Aber unsere Eiscreme beginnt zu schmelzen. So nah dran! Ich spüre, dass der Dinosaurier als nächstes rauskommen wird. Dürfen wir es noch einmal versuchen, Mama? Bitte! Okay, na gut. Noch einen Versuch. Pepper und Schorsch drücken den Hebel des Spielzeugautomaten nach unten. Aber dieses Mal kommt gar kein Ball heraus. Oh je, ich war schon gespannt auf euer neues Spielzeug. Keine Sorge, Mama Wutz. Ich repariere ihn. Ich muss dafür nur meinen Schraubenzieher finden. Nein! Nein! Oh, Schraubenzieher! Ah, danke, Schorsch. Ups. Hurra! Frau Mümmel hat den Automaten zu gut repariert. Jetzt sind alle Bälle aus dem Automaten gerollt. Ich muss die wieder zurücktun. Aber der hier ist für euch, weil ihr mir geholfen habt. Dinosaurier! Danke, Frau Mümmel. Der hier ist für Sie. Ei. Jeder findet den Spielzeugautomaten super. Und Schorsch liebt Dinosaurier. Bereit oder nicht, ich komme. Peppers ganze Familie spielt heute gemeinsam Verstecken. Mama Wutz ist die Sucherin. Aha, hab dich. Oh nein, dann helfe ich dir jetzt dabei, Pepper und Schorsch zu finden. Oh, ich hab wirklich keine Ahnung, wo die beiden sein könnten. Sehen wir mal in der Küche nach, bei der Teekanne mit dem frischen Tee. Wir haben es geschafft. Wir sind die besten Verstecker aller Zeiten. Pepper und Schorsch suchen sich jetzt ein neues Versteck. Verstecken wir uns im Schrank, unter der Treppe. Das wird unser neues Geheimversteck. Wo könnten sie nur sein, Papa Wutz? So werden wir sie sicher niemals finden. Mama und Papa suchen uns sicherlich überall. Wir müssen einfach weitersuchen, Mama Wutz. Die tauchen schon auf. Kekse? Pepper und Schorsch bleiben für eine Weile in ihrem Geheimversteck. Jetzt sind sie schon lange hier. Und jetzt sind sie schon ewig in ihrem Versteck. Ich glaube, die werden uns niemals finden. Oh, lass uns Spielsachen holen, damit uns nicht langweilig wird. Hier sind sie nicht. Hier auch nicht. Und hier. Aber hier auch nicht. Such weiter. Kennt sie nur. Pepper und Schorsch nehmen viele Spielsachen mit in ihr Geheimversteck. Kommt raus, wo immer ihr seid. Wo seid ihr? Wo kommt der denn her? Papa Wutz, alles in Ordnung? Nun, zum Glück bist du dran mit Staubsaugen. So, viel besser. Dinosaurier! Wo könnten Peppa und Schorsch denn sein? Unter der Treppe nicht, so viel ist sicher. Pepper und Schorsch sind wohl die besten Verstecker auf der ganzen Welt. Allen macht das Versteckenspielen Spaß. Und Pepper und Schorsch lieben ihr Geheimversteck ganz besonders. Heute sind Pepper und ihre Freunde auf einer Go-Kart-Bahn. Hallo miteinander, wer ist bereit fürs Go-Kart-Fahren? Ich!
Peppa und ihre Freunde ziehen ihre Rennanzüge an. Rot ist meine Lieblingsfarbe. Oh. Oh. Und vergesst nicht eure Sturzhelme. So, jetzt nehmt euch ein Go-Kart. Yay! Klausi Kleff trägt seinen Helm falsch herum. Also, wenn ihr in die Pedale tretet, fährt es. Und mit der Bremse könnt ihr anhalten. Und mit dem Lenkrad könnt ihr die Richtung ändern. Hui! Es ist genauso wie Fahrradfahren. Versucht es doch mal und tretet langsam in die Pedale. Ich fahre ständig ein großes Auto. Go-Kart fahren ist für mich leicht. Oh je, da bin ich wohl etwas zu schnell gefahren. Tja, wie drehe ich jetzt nur um? Das Go-Kart-Rennen hat begonnen. Das macht Spaß! Aber Luzi Locke tritt rückwärts. Versuch vorwärts zu treten, Luzi! Vorwärts? Oh! Klausi Kleff tritt sehr schnell in die Pedale. Vergiss nicht zu bremsen, Klausi! Mama Wutz hat Schwierigkeiten, loszufahren. Oh, mal sehen. So fährt es also rückwärts. Brauchen Sie Hilfe, Mama Wutz? Oh, nein. Danke, Frau Mümmel. Ich kriege das sicher hin. Mein Go-Kart wackelt viel zu viel. Peppa fährt kreuz und quer auf der Rennbahn herum. Du musst etwas sachter lenken, Peppa. Oh, viel besser. Peppa und ihren Freunden macht es Spaß, mit den Go-Karts auf der Rennbahn zu fahren. Und los geht's! Und Mama Wutz hat ihr Go-Kart auch endlich in Bewegung gebracht. Die Zeit ist um! Ihr habt das alle sehr gut gemacht! Hurra! Aber das Go-Kart-Rennen ist vorbei. Oh. Peppa und ihre Freunde fahren liebend gern Go-Kart. Peppa und Schorsch helfen heute Papa Wutz dabei, Ordnung in ein paar alte Kartons zu bringen. Was ist das, Papa? Ah, das ist meine gute alte Kamera, Peppa. Man drückt den Knopf hier, um ein Foto zu machen. Tschüss. Dann druckt die Kamera das Foto aus. Guck mal, ich kann es sehen. Darf ich es auch mal probieren? Sag Tschüss! Tschüss! Jetzt macht Peppa Fotos mit der Kamera. Diese Kamera macht riesen Spaß! Kamera! Viel Spaß! Aber es ist nicht mehr viel Fotopapier übrig, also seid sparsam damit. Schorsch hat Spaß und macht haufenweise Fotos. Oh je, jetzt ist kein Fotopapier mehr übrig. Oh, aber ich fotografiere doch so gern. Wieso benutzen wir nicht einfach meine Handykamera? Damit kann man sogar Filter hinzufügen. Papa Wutz' Handykamera hat Schorsch einen falschen Schnurrbart verpasst. Komm mit, Schorsch. Gehen wir noch mehr Fotos machen. Peppa und Schorsch macht das Fotografieren Riesenspaß. Die Handykamera hat über Mama Wutz einen Blumenfilter gelegt. Sag Tschüss! Oh. Und Opa Wutz bekommt einen schicken Hut. Peppa, Schorsch und Papa Wutz sind in den Park gegangen, um dort noch mehr Fotos zu machen. Oh. Hallo, Herr und Frau Vogel. Oh. Sagen Sie Tschüss, Herr Bulle. Tschüss.
Was für ein lustiges Foto. Papa Wutz möchte Peppa und Schorsch bei den Enten fotografieren. Sagt Tschüss, ihr beiden. Eins, zwei, drei. Tschüss. Peppa und Schorsch kleben alle Fotos, die heute gemacht wurden, in ein Sammelalbum. Guck dir das hier an, Schorsch. Vogel. Aber einige der Fotos sind unscharf. Oh. Die Fotos müssen nicht perfekt sein. Sie sollen euch vor allem an den schönen Tag heute erinnern. Alle lieben es, Fotos zu machen. Und alle haben den schönen Tag heute sehr genossen. Vier Karten, bitte. Viermal Popcorn, bitte. Vier Getränke, bitte. Peppa und ihre Familie sind heute ins Kino gegangen. Peppas Lieblingsbuch wurde nämlich verfilmt. Ach komm schon, Schorsch. Wir sehen uns doch gar nicht diesen Gruselfilm an. Unser Film ist nämlich mega lustig und gar nicht gruselig. Gruselfilme dürfen sich nur Erwachsene ansehen. Entschuldigung. Tut mir leid. Entschuldigung. Emine. Im Kino klappen die Sitze zusammen, wenn sie nicht benutzt werden. Aber Schorschs Sitz klappt auch dann zusammen, wenn er darin sitzt. Verzeihung, ich muss da durch. Beine einziehen. Zum Glück hat Frau Mümmel ein Spezialpolster, das den Sitz flach hält. Danke, Frau Mümmel. Kein Problem. Ich schon wieder. Wer hat Popcorn verschüttet? Schorsch mag es nicht, wenn es im Kinosaal dunkel wird. Wusch, wusch. Ja, es geht endlich los. Entschuldigung. Schorsch mag auch keine lauten Geräusche. Da ist der Bösewicht. Oh je, Schorsch findet den Bösewicht in dem Film etwas gruselig. Soll ich mit Schorsch lieber hinausgehen? Aber dann verpasst du ja den ganzen Film. Oh. Peppa hat eine Idee, wie der Bösewicht auf Schorsch weniger gruselig wirkt. Hallo Schorsch, ich bin's. Ich tue im Film eigentlich nur so, als sei ich ein Bösewicht. Ich bin gar nicht so richtig gruselig. Nicht? Gruselig? Nein. Und mit diesem Zauberstab kann dir gar nichts passieren. Wusch! Wusch! Und am Ende der Geschichte leben alle glücklich bis ans Ende ihrer Tage. Oh, wirklich? Wusch! Oh. Entschuldigung. Jeder liebt es, ins Kino zu gehen. Und Schorsch mag am allerliebsten Filme, die gut ausgehen. Peppa und ihre Familie sind heute auf dem Stadtfest und gucken sich den Kuchenwettbewerb an. Ich freue mich riesig auf die Kuchen. Hä? Oh, was macht dieser Schuh hier? Das ist kein Schuh. Das ist mein Kuchen, Peppa. Das ist ein Wettbewerb für Kuchen, die wie andere Dinge aussehen. Aber wenn die Kuchen nicht wie Kuchen aussehen, wird das die Leute verwirren. Das ist ja das Ziel. Wollt ihr mir dabei helfen, den besten Kuchen zu finden, der nicht wie Kuchen aussieht? Ja, bitte. Peppa will Papa Wutz mit einem Kuchen reinlegen, der wie ein Telefon aussieht. Ring, ring. Ring, ring. Hallo? Oh, das ist ja Kuchen. Ihr seid ja sehr lustig. Oh. Oh. Möchtest du eine Tasse Tee, Mama? Danke, sehr gerne. Oh.
Dieser Tee ist ja ein Kuchen. Wir haben dich reingelegt. Gratulation! Ihre ist die größte Karotte. Ups. Hey! Tut mir leid. Leider ist dieser Preis für die größte Karotte, nicht für den größten Karottenkuchen. Aber das ist ein sehr leckerer Karottenkuchen. Es ist soweit. Herr Bulle verleiht jetzt den Preis für den besten Kuchen, der nicht aussieht wie Kuchen. Der beste Kuchen, der gar nicht aussieht wie Kuchen, ist der hier. Oh. Eigentlich ist das mein Mittagessen. Oh, ja, natürlich. Tja, in dem Fall ist der Gewinnerkuchen der hier. Er ist sehr realistisch. Nein. Oh. Aber das hier ist doch Schorsch. Oh, jetzt falle sogar ich darauf rein. Dann gewinnt den Preis dieser hier. Frau Locke hat den Preis gewonnen. Seht ihr, er sieht aus wie ein Schokoladenkuchen, aber in Wirklichkeit ist es Erdbeerkuchen. Oh. Peppa, reichst du uns bitte den Pokal? Ja, hier ist ihr Pokal. Hä? Der Pokal ist auch aus Kuchen. Jetzt dürfen alle ein Stück Kuchen essen. Allen gefällt es, Kuchen zu essen, die wie andere Dinge aussehen. Oh je, ich habe meinen Hut verloren. Ah. Oh. Und allen gefällt es, von den Scheinkuchen reingelegt zu werden. Peppa und Schorsch versuchen heute, eine Rutsche zu bauen. Was wird das? Wir haben eine Rutsche gebaut. Aber sie ist nicht besonders rutschig. Als ich noch klein war, habe ich eine riesige Rutsche auf dem Hügel vor unserem Haus gebaut. Und die war sehr rutschig. Mach dort! Ich bin spät dran fürs Mütterfeuerwehrtreffen. Mama, Mama! Papa baut uns eine große Rutsche auf dem Hügel. Was? Nein, ich sagte nur... Tolle Idee. Muss los. Ich liebe euch. Schätze, dann bauen wir eine. Peppa, Schorsch und Papa Wutz benutzen große Laken, um die Rutsche zu bauen. Ja! Oh, es ist gar nicht rutschig. Aha, weil wir noch Spülmittel brauchen. Und Wasser. Tada! Schnapp ihn! Bestimmt ist es jetzt sehr... Das Spülmittel und das Wasser haben die Rutsche sehr rutschig gemacht. Genau wie in meiner Erinnerung. Rutschen wir nochmal. Die rutschige Rutsche macht allen großen Spaß. Ich hab's noch drauf. Halt dich fest, Teddy. Und jetzt alle zusammen. Das ist so. Aber jetzt ist der Hügel so rutschig, dass es keiner mehr bis ganz nach oben schafft. Oh je. Mama Wutz kommt gerade rechtzeitig von ihrem Feuerwehrtreffen zurück. Vielen Dank fürs Mitnehmen. Oh. Hallo. Hier unten. Was macht ihr denn alle da unten? Wir stecken fest. Ihr feiert ein Fest? Nein. Was ist passiert? Irgendwas mit Fest. Wir stecken fest. Wir stecken fest. Was? Na gut, dann lasst sie uns mal retten. Haltet euch am Schlauch fest. Danke. Kein Problem, dafür sind wir ja da. Drehen wir das jetzt ab. Ups. Wir stecken wieder fest. Jeder liebt rutschige Rutschen. Besonders dann, wenn es am Ende der Rutsche eine große Schlammpfütze gibt. Peppas Spielgruppe führt heute ein Theaterstück auf. Es war einmal ein wirklich ganz hoher Turm. Darin war eine Prinzessin eingesperrt. Oh nein, ich bin gefangen.
Hört mich jemand? Hilfe! Das ist Rapunzel. Es ist mein Lieblingsmärchen. Die Prinzessin wurde von einer sehr bösen Hexe eingesperrt. Ich möchte aber eine Sonnenblume sein. Okay. Eingesperrt wurde die Prinzessin von einer sehr bösen Sonnenblume. Die Spielgruppe hat das Märchen ein wenig geändert. Prinzessin, lass bitte dein Haar herunter. Gerald Giraffe hat vergessen, die Prinzessinnenperücke aufzusetzen. Dann sollst du eingesperrt bleiben. Für immer. Oh no. Ich wünschte, es käme ein Held vorbei, um mich zu retten. Ich rette die Prinzessin. Nina, Nina, Nina. Oh nein. Der Held hat sich verfangen in einem bösen Netz. Oh. Aber zum Glück ist eine Fee hier, um ihn zu retten. Leihen Sie mir den? Oh. Wusch. Wusch. Und jetzt ist der Held. Ups. Tut mir leid. Macht weiter. Jetzt ist der Held wieder frei. Danke, Peppa, du nette Fee. Aber was wird denn jetzt aus der sehr bösen Sonnenblume? Die Fee hat die böse Sonnenblume verwandelt in einen Teddy. Nein! Jetzt kann die Prinzessin zu dem Ball gehen. Und diesen Apfel essen. Ha? Wie Schneewittchen? Jetzt kannst du zu dem Ball gehen und in den Schlammpfützen rumspringen. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Oh? Peppa und ihre Freunde lieben es, Theater zu spielen. Und Madame Gazelle schaut ihnen liebend gern dabei zu. Oh, wunderschön! Peppa und Schorsch sehen sich heute Abend zusammen mit Oma und Opa Wutz einen Meteorschauer an. Was ist ein Meteorschauer, Oma? Ein Meteorschauer passiert, wenn ein Strom von Weltalltrümmern in die Erdatmosphäre eindringt und dabei verglüht. Das ist, wenn viele Sternschnuppen auf einmal zu sehen sind. Und wenn man eine Sternschnuppe sieht, macht man was? Sie einfangen und in einem Fischglas aufbewahren. Ja. Oder man wünscht sich was. Oh, schnell, Schorsch. Ein Wunsch. Das haben wir uns nicht gewünscht. Wow, das war bestimmt ein UFO. Was ist ein UFO? Ein UFO ist ein unidentifiziertes Flugobjekt. Und das heißt? Also, das heißt, ich weiß nicht, was das war, aber es ist hinter dem Hügel gelandet. Dann gehen wir es suchen. Alle machen sich auf die Suche nach dem großen grünen Licht. Niemand weiß, was es war. Aber Peppa... Ich glaube, es war ein großes Raumschiff. Voller Außerirdischer. Sie wollen Schorsch ins Weltall mitnehmen, weil er auch ein Außerirdischer ist. Schorsch ist kein Außerirdischer. Aber vielleicht war es ja doch nur ein Stern. Überwältigend. Unglaublich. Wir könnten uns so viele Dinge wünschen. Ja, unendlich viele. Ich glaube nicht, dass Sterne aus der Nähe so aussehen. Und was, wenn es kein Stern ist, sondern ein Roboter, der aus der Zukunft zurückgereist ist, um die Welt zu retten? Hallo. Hurra!
Tja, wir finden es gleich heraus. Alle können es kaum erwarten, herauszufinden, was das grüne Licht war. Wir sind da! War es ein Raumschiff? Oder ein Stern? Oder ein Roboter? Oder war es... Oh, hallo! Was macht ihr denn so spät hier? Wir suchen nach dem grünen Stern von vorhin. Grüner Stern? Oh, das war wohl das Licht meines Hubschraubers. Ich sah mir die Sternschnuppen aus der Luft an. Oh. Tut mir leid, dass du enttäuscht bist. Oh, vielleicht finden wir nächstes Mal Außerirdische. Oder Roboter. Jeder guckt sich gern Sternschnuppen an. Aber Peppa würde eines Tages wirklich gern Außerirdische sehen.